Hallo Leute, Nicole hier. Ich wollte heute für euch mal ein Produkt testen, und zwar die Sauce Hollandaise Light von Knorr. Diese ganze Packung hier hat 15 Points. Wir werden sie zu dritt essen, das heißt dann 5 Points pro Person für Sauce Hollandaise. Das ist für eine Sauce Hollandaise noch ganz akzeptabel. Und sie ist auch ganz einfach zu machen. Man muss sie nämlich nur in einem Topf erhitzen und aufpassen, dass sie nicht kocht. Also die Packung einfach aufschneiden, den Inhalt in einen kleinen Topf, und das Ganze dann vorsichtig und unterrühren auf dem Herd erhitzen. Ich habe jetzt den Herd auf höchste Stufe geschaltet, werde aber wirklich aufpassen, dass es nicht kocht, und immer wieder gut rühren, damit die Soße nicht unten einhängt. Man merkt schon, wenn die Soße warm wird, sie wird flüssiger. Und auf der Packung steht 2 Minuten erhitzen. Die sind dann jetzt auch so gut wie um. Die Sauce Hollandaise, die habe ich mir gemacht zu Gemüse, und zwar gedünstetes Gemüse. Dann nehme ich jetzt reichlich Gemüse und etwas Kartoffeln. Dazu noch ein bisschen Hähnchenfleisch. Das sind jetzt Hähnchen-Innenfilets. Die benutze ich sehr gern zum Kochen. Und über das Ganze kriege ich jetzt etwas Sauce Hollandaise. Wie gesagt, die ganze Packung ist bei uns jetzt geplant für 3 Personen. Dann hat jeder für die Soße 5 Points. Für das Fleisch hier werde ich ca. 2 Points rechnen. Eher etwas weniger, weil das sind vielleicht nur 90 Gramm. Und für die Kartoffeln dann nochmal, je nachdem, ich weiß noch nicht, ob ich mir nachlege, also nochmal so vielleicht 3 Points. Dann bin ich auf jeden Fall mit dem Teller hier unter 10. Und so, das ist für mich immer ein gutes Mittagessen, so um die 10 Points. Probiert die Soße jetzt noch für euch? Schmeckt sehr hollandaisig. Also ist auf jeden Fall eine echte Alternative zu einer Vollfett-Sauce Hollandaise. Nicht ganz so gut, wie wenn man sie komplett selber macht, aber es geht ja auch so viel schneller und einfacher.